wo soll ich jetzt eine neue Flasche herkriegen? Scheiße. Scooty verloren, die haben's scheiß gut. Der Ofen geht nie aus. Da saufen die Läuse in den Socken. Die kommen noch nie raus aus ihrem Loch. Ja, ja auch der Name. I could easily take the soldier out of the way. I only had to be careful creeping up on him. Im Hauptquartier gekappt. Einfach gekappt. Völlig durchgelebt. I had to wait until they separated. Miststück. I had to wait until they separated. Na, endlich mal wieder frische Luft was.
increase my chances. Gar nicht hässlich, das Luder. The first step was done. I was finally in the bunker.
The fuel depot was certain to be in the lowest level to protect it from bombing raids. The mishap with my lost equipment would not stop me, but without explosive charges, the situation was hopeless. But the Germans were sure to have explosives stored somewhere in the bunker. Soon they would see what they were good for. A German fuel depot and an explosive charge sounded like a very promising combination. The problem was I had to be back outside before this rendezvous developed chemistry. Hoffentlich kommt bald die Ablöse. This often had useful things in them.
Putz die Fahnen frei! Und wer macht den Dreck jetzt wieder weg? Und wer macht den Dreck jetzt wieder weg?
Zeug schmeckt wie die Socken vom Sturmführer. Da stell dir doch einen Rehrücken mit Wacholderbeeren oder ein Stück Apfelstrudel mit heißer Vanillesoße. Gibt's die Kellnerin noch gratis dazu? Ja, mit Sahne und Fläumchen. Das wäre mal eine anständige Bedienung. Hast du noch Zigaretten? Nee, ich hab die Kippen im Quartier gelassen. Du kannst dir eine nehmen. Sie müssen direkt neben der Gasmaske liegen, neben dem Bett. Da! Hast du das eben gehört? Hier läuft einer rum. Man sieht ihn nie, aber man kann ihn hören.
was electrified. I definitely had to turn off the power first. Very nice. That would do to blow up the fuel depot. Die Spannung ist ja kaum ausgehalten.
That was the fuel depot. The room was full of poisonous fumes. In addition, there were explosive barrels everywhere. If firearms were used, everything could go up in a bang. Now I had to find a right place for the bomb. Ein gottverdammter Dieb bist du. Den eigenen Kameraden Waffenbruder bestehlen. Das ist das Letzte. Mann, jetzt hör aber mal auf. Ich hab gar nichts geklaut. Lügner, du hast von meiner Schokolade gegessen. Du Dieb! Vielleicht ist es ja der Obersturmbannführer gewesen. Von wegen. Du hast wohl gedacht, ich merke das nicht, was? Aber da hast du falsch gedacht. Du Scheißdieb! Na, halt doch endlich die Klappe. Hast du sonst keine anderen Sorgen? Trink dir lieber ein und lass mich zufrieden. Auch noch frech werden, was? Jetzt gib mir sofort meine Schokolade zurück, du verdammter Dieb! Kannst du nicht ein einziges Mal Ruhe geben? Da kommt dann ja der Kaffee hoch. Du bist der letzte Dreck. Ein asoziales Element. Ich werde Meldung machen beim SD. Die werden dich an die Wand stellen. Mensch, spuck mich doch nicht an, wenn du mit mir sprichst, du Arsch! Kannst du nicht die Rotze da Presse lassen beim Reden? Du Saboteur! Ich werde Meldung machen. Gleich nach meiner Schicht. Schokolade klauen. Das gleicht Hochverrat. Du wirst schon sehen. Weißt du was? Du kannst dir deine Schokolade in den Arsch schieben. Mir wird das hier zu blöd. Geh wieder. Tickst doch nicht ganz richtig. Ooh.
Hier passiert doch für Millionen. Would resemble a cemetery.
soon it would resemble a cemetery. Soon it would resemble a cemetery. In France, there was a man whom I'd always wanted to meet. Colonel Willy Schunzel, better known as the Butcher of Paris. It was no wonder that he was at the top of the list. It is just that so far, no one had succeeded in coming close to him. We had learned that Schunzel wanted to see the looted art and the cathedral. As ever, he followed the siren call of gold. It was reported that every entrance to the interior of the cathedral was blocked, except for one door which led down into the crypt. However, the entire area was heavily guarded. I had to keep my eyes open, but an opportunity always arises. The House of God. Schunzel, where are you hiding? What are you praying for? Forgiveness of your sins? Thank you.
Gestern haben mich drei Franzosen angesprochen. Die wollten unbedingt der Waffen-SS beitreten. Die sind fast auf den Knien gerutscht. Die haben uns gerade noch gefehlt. Was soll's. So wie die Lage steht, brauchen wir jeden Mann. Auch fremdvölkische Einheiten. Ja, jeden Mann, aber nicht jede Memme. Man merkt gleich, dass du noch neu bist. Hab schon viele gesehen mit so einer großen Klappe wie du. Die wandern immer als Erste in den Leichensack. Ha, mich kann keiner umbringen. Ich bin schon tot. So siehst du auch aus. Sieh zu, dass du wenigstens etwas lebendig wirst, wenn es ernst wird. Was soll hier schon passieren? Hier ist es ruhig wie auf dem Friedhof. Ja, ja. Pass bloß auf, während die Bonzen sich die Taschen vollstopfen, spielen wir hier die Zielscheibe für feige Attentäter. Die sollen ruhig kommen. Umso besser, denen gebe ich gern was auf die Fresse. Außerdem holen wir uns hier nur zurück, was uns gehört. Was glaubst du, wo alle diese Schätze herkommen? Von Napoleon. Napoleon hat doch ganz Europa ausgeplündert. I could shoot at the oil pools to set the enemy on fire. Ist nicht ganz so, wie sie uns das auf der Akademie weismachen wollen. Die Wirklichkeit sieht etwas anders aus. Ich mein's nur gut. Danke, ich kann schon auf mich selber aufpassen. Ich mach jetzt meinen Rundgang weiter. Nicht hässlich, das Luder.